Heini Grob erklärt den Chicken Guard. Teil 4, das Schließenmenü. Mit einem Druck auf die mittlere Taste erwecken wir den Chicken Guard in den aktiven Zustand, so dass das Display aufleuchtet. Ein zweiter Druck auf die mittlere Taste bringt uns ins Hauptmenü. Wir blättern so lange mit der Auf- oder Ab-Taste, bis wir das Schließenmenü finden und bestätigen unsere Auswahl dann wieder mit der mittleren Taste. Mit den Auf-Ab-Tasten links und rechts können wir wieder durch dieses Menü blättern, um zu schauen, auf welche Art und Weise wir unseren Stall schließen können. Manual und Sensor kennen wir schon aus dem Öffnen-Menü. Und auch der Timer funktioniert genau gleich wie im Öffnen-Menü. Aber im Schließen-Menü gibt es noch einen zusätzlichen Menüpunkt, nämlich Lux Plus. Auf diese Art und Weise schließt der Stall am Abend auf Sensor und Timer. Sollte also der Sensor nicht anschlagen, weil zum Beispiel die Nachbarschaft eine helle Gartenparty feiert, schließt der Timer allerspätestens zur eingestellten Uhrzeit die Türe. Wir entscheiden uns in diesem Fall für Lux Plus und bestätigen das mit der mittleren Taste. Nun blinkt wie gewohnt die Stundenzahl und kann mit den Auf-Ab-Tasten verändert werden. Und wir bestätigen das dann wieder mit der mittleren Taste. Danach werden auf dieselbe Art und Weise die Anzahl der Minuten eingestellt und auch wieder mit der mittleren Taste bestätigt. 22 Uhr ist gut. Wenn es bis dann noch nicht dunkel genug ist, schließt spätestens unser Stall um diese Uhrzeit. Das ist das ganze Geheimnis an der Lux Plus Einstellung. Wenn du wissen möchtest, wie du die Empfindlichkeit deines Lichtsensors einstellst, musst du den Film Lux Einstellungen ansehen.